Hallo liebe GamesCH-Leser, euch und allen anderen Gamern da draußen ein herzliches Willkommen zu unserem Testbericht zu The Crew Motorfest. In den folgenden Minuten möchten wir euch näher bringen, weshalb wir im Rennspiel von Ubisoft und Ivory Tower viel Spaß auf der Strecke haben, aber auch darauf eingehen, wo der Open World Racer auf Hawaii noch Nachholbedarf hat. Schon beim Einstieg in The Crew Motorfest könnte man für einen Moment denken, dass man versehentlich den neuen Teil von Forza Horizon gestartet hat. Denn die Ähnlichkeiten von Motorfest zum Microsoft-Rennspiel sind schon im Prolog frappierend. Allein, dass man hier mehrfach zwischen verschiedenen Fahrzeugen wechselt und dabei über Straßen und querfeldein durch die Pampa brettert, sorgt für ein ziemliches Déjà-vu-Erlebnis. Aber keine Sorge, Entwickler Ivory Tower liefert hier keine dreiste Kopie von Forza Horizon, sondern hat sich so einige Besonderheiten ausgedacht, die Motorfest deutlich von der offenkundigen Inspirationsquelle unterscheidet. Welche der sogenannten Playlists, sprich Rennserien, ihr auch startet, dabei verändert sich stets auch die Umgebung deutlich. In der mit japanischen Sportwagen sind die Straßen von Honolulu etwa in Neonfarben erleuchtet und überall ragen große Drachenskulpturen über die Rennpiste. Nehmt ihr hingegen an den Vintage-Rennen teil, legt sich unter anderem eine deutliche Filmkörnung übers Bild, wodurch alles ein bisschen so wirkt wie ein früher Farbfilm aus den 1950er Jahren. GPS oder Nitro fallen zumindest innerhalb der regulären Wettbewerbe zudem weg. Immerhin handelt es sich ja um Oldtimer, die aus einer Zeit stammen, in der man bei The Fast and the Furious nicht an PS-geschwängerte Actionfilme, sondern eher an die Top-Sprinter bei den Olympischen Spielen dachte. Zum Glück allerdings quälen uns die Entwickler nicht mit Späßen wie Zwischengas beim Schalten. Das Automatikgetriebe kann auch bei den alten Karren immer genutzt werden. Schon okay, keine Sorge. Nenn mich einfach Keola. The Crew Motorfest hat aber noch andere pfiffige Ideen. Nehmt ihr beispielsweise an der sogenannten Iconic Tour teil, spielt euer Rennergebnis keine Rolle. Klar dürft ihr gewinnen, während ihr in oft außergewöhnlichen Fahrzeugen wie einem frisierten VW-Bus aus den 60ern über die Hauptinsel Hawaii düst. Dabei reicht es aber, die einzelnen Events zu beenden, um schließlich die Playlist erfolgreich abzuschließen. Denn hier sollt ihr die Pazifikinsel kennenlernen und erfahrt dabei so einiges über deren Geschichte und die Ureinwohner. In dieser Playlist spielen auch andere Fahrzeugtypen eine Rolle, die im direkten Vorgänger noch erheblich zentraler waren, nämlich Boote und Flugzeuge. Wir vermissen da jetzt nichts, aber gerade wer The Crew 2 besonders deshalb mochte, da es auch fliegende Wechsel von Autos zu Flugzeugen oder Schiffen gab, dem könnte schon etwas fehlen. Eben trotzdem, beides ja prinzipiell immer noch in Motorfest vorhanden ist. Aber auch abseits dessen versucht Ivory Tower für möglichst viel Abwechslung zu sorgen, was nicht nur für die Sightseeing-Touren gilt. In der Japan-Serie fahrt ihr beispielsweise nicht nur reguläre Straßenrennen, sondern nehmt auch an Drift-Wettbewerben und Drag-Rennen teil. In anderen Playlists gilt es auch mal ganz allein eine bestimmte Strecke innerhalb der vorgegebenen Zeit abzuschließen. Allerdings müsst ihr dabei zusätzlich darauf achten, möglichst sauber zu fahren. Denn die ansonsten mechanisch unkaputtbaren Fahrzeuge nehmen hier besonders viel Schaden, wenn ihr Bäume und andere Umgebungsobjekte mitnehmt. Speziell ist auch eine Motorsport-Playlist. Darin fahrt ihr entsprechend in Tourenwagen, Formelfahrzeugen und anderen Rennboliden ausnahmslos auf der einzigen permanenten Rennstrecke auf Hawaii. Dabei spielt dann wiederum der Reifenverschleiß und der dabei sinkende Grip eine Rolle. Ihr müsst zwischendurch also immer wieder mal durch die Boxengasse fahren, um neue Pneus aufzuziehen, damit ihr nicht erheblich stärker über den Asphalt rutscht. Die Karren, die wir hier fahren, sind schon cool und anders als in allen anderen Playlists. Als Belohnung am Ende der Rennserie winkt übrigens ein Red Bull RB18. Aber in den maximal 5 Runden kurzen Rennen ist der Reifenverschleiß entsprechend künstlich hoch. Von einer guten Umsetzung einer an sich schönen Idee kann hier deshalb nur begrenzt die Rede sein. Aber immerhin mal was anderes. Da ihr hier quasi so etwas wie eine Saison fahrt, also in jedem der 8 Wettbewerber Punkte sammelt, die euch dann kumuliert hoffentlich ganz nach oben auf Siegertreppchen bringen, ergibt es durchaus Sinn, dass ihr die Rennen nacheinander freischaltet. Das ist aber auch in allen anderen regulären Playlists so, was wir nervig finden. Um eine Playlist zu aktivieren, müsst ihr jedenfalls erstmal einen bestimmten Punkt auf der Karte erreichen. Es werden bereits alle Events auf der Karte markiert, ihr könnt sie aber nur in fester Reihenfolge angehen. Das ist einfach nur dämlich, denn in quasi allen Wettbewerben wäre es vollkommen egal, in welcher Reihenfolge man sie angeht. Und wenn es ums Finale geht, nun, das hätte man eben auch als einziges der Events sperren können, bis alle anderen Wettbewerbe erfolgreich absolviert sind. Jetzt fliegt er nur für dich. Die Chance.
Was in dem Zusammenhang ebenfalls nervt, ist, dass ihr bisweilen lange Wegstrecken zurücklegen müsst, um zum Startpunkt zu gelangen. Abkürzen könnt ihr wenigstens zunächst maximal über bereits freigeschaltete Blitzreisepunkte, konkret die Basisstationen der Playlists, an denen ihr nach dem Abschluss euer Belohnungsfahrzeug abholen könnt. Man muss ja nicht direkt frei überall per Schnellreise hinspringen können. Aber die Rumfahrerei wird hier ganz bewusst im größeren Stil erzwungen, wohl einfach, um mehr Spielzeit rauszukitzeln. Während ihr die ersten Playlists direkt starten könnt, müsst ihr für einige der späteren zunächst ein geeignetes Fahrzeug kaufen, also etwa für das Motorsportding oder auch eine Reihe, in der ihr mit Rennbikes, Quads und Motocross-Maschinen an den Start geht. Das ist prinzipiell nicht verkehrt, wobei man genauso gut auch dort mit Leihfahrzeugen hätte arbeiten können, wie es ohnehin in den meisten Wettbewerben der Fall ist. Die Kosten für die Anschaffung der Fahrzeuge sind teils recht hoch und über die regulären Playlists verdient ihr nicht unbedingt Massen an Geld. Open-World-Kram wie Foto-Challenges und Co. bringen teils deutlich mehr Knete. Jedenfalls zielt The Crew Motorfest hier bedauerlicherweise wohl ein Stück weit darauf ab, dass ihr gegen Echtgeld eine spezielle Ingame-Währung kauft, die als alternatives Zahlungsmittel zu den Ingame-Credits dient. Nein, einen massiven Zwang, Echtgeld einzusetzen, gibt es nicht. So teuer sind die benötigten Fahrzeuge dann auch nicht. Aber man kann es so halt beschleunigen. Auffällig in dem Zusammenhang ist zudem, dass ihr zwar kostenlos euren gesamten Fuhrpark aus der Crew 2 in Motorfest importieren könnt, bei den zum Start der späteren Playlists notwendigen Fahrzeugen ist aber offenbar kaum eines dabei, das bereits im Vorgänger verfügbar war. Bevor wir langsam zum Ende kommen, noch ein paar Dinge, die Motorfest richtig gut macht. Natürlich ist das Spiel keine Rennsimulation, sondern ein Arcade-Racer. Das Handling der verschiedenen Autos gelingt den Entwicklern aber dennoch ziemlich gut, da fühlt sich wirklich praktisch jede von uns gefahrene Karre anders an. Lediglich bei den Motorrädern hatte schon Rockstar Games Midnight Club Los Angeles seine Sache besser gemacht. Bist du schon gespannt? Sehr gut gefällt uns auch der Großteil der Motorensounds, vor allem aber die Grafik. Okay, mitgerissene Bäume, Büsche und andere zerstörbare Hindernisse sehen bisweilen etwas seltsam aus und meist schlechter als im letzten Teil von Forza Horizon. Aber der Detailgrad der Fahrzeuge und der Umgebungen ist dennoch äußerst ansehnlich. Sehr gut finden wir auch, dass die Entwickler wirklich bei jedem Auto auch eine hochwertige Cockpit-Perspektive anbieten. Das ist in Anbetracht des riesigen Fuhrparks so selbstverständlich nun nicht. Aber fang dich hier an. Abschließend können wir festhalten, dass The Crew Motorfest seine Sache als Open-World-Racer insgesamt gut macht. Vor allem das Handling und die Renn-Action stimmen. Auch gut ist das Gegnerverhalten, das mit einer Mischung aus echter KI-Leistung und kleineren Gummibandeffekten arbeitet, die vor allem auf den niedrigeren Schwierigkeitsstufen und dort vor allem zu eurem Vorteil greifen. Insgesamt kann Motorfest aber nicht ganz mit dem letzten Forza Horizon mithalten. Spielerisch schon am ehesten, technisch und beim Komfort allerdings hat der Microsoft-Titel dennoch leicht die Nase vorn. Alle weiteren Infos zu The Crew Motorfest sowie unseren geschriebenen Testbericht nebst Wertung findet ihr wie immer auf Games.ch.